Ja, genau. Und ich glaube, die Billardkugeln müssen auch irgendwas. Ich dachte, die hätten was mit dem Dartspiel zu tun, aber gut, okay. Erstmal ablegen. Feuerzeug wollte ich mitnehmen. Richtig, da war ja was. Ich wusste, irgendwas wollte ich noch. Feuerzeug? Da, Feuerzeug. Vollkommen dran vorbeigescrollt. Ohne das zu merken. Das ist dubios. So. Tür, 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 Tür. Die wird so effektiv durch den. In diesem Kamerawinkel verdeckt. Das ist unglaublich. Ach ja. Rote Laterne, rotes Buch. Mal gucken, was da passiert. Aha. Ein sonderbarer Schatten. Was könnte er bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier brauche ich es nicht. Also ein Auge in Rot. Haben wir hier mit Grün? Ein sonderbarer Schatten schwebt im grünen Licht. Was könnte der bedeuten? Keine Ahnung. Immer noch nichts mit dem Buch? Nee. Also noch ein Auge. Grün. Und dann hätten wir noch Orange. Aha. Sonderbarer Schattenschild. Nicht, was könnte der bedeuten? Okay, kann ich hier irgendwas machen? Offensichtlich ja nicht. Also, das Ding hatte. Könnte ja natürlich was mit der Wimpernanzahl zu tun haben. Könnte, muss nicht. Ein Buch mit rotem Einband, ja. Ein Buch mit rotem Einband. Ja, ist ja gut. Also verwenden hier bei dem Licht kann ich es nicht. Sonst gibt es hier nichts, oder? Garde voller Weinflaschen, alles nur billiger Wein. Oh Mann. Gab es hier nicht nur irgendwo eine blaue oder so? Lampe. Ich sehe nichts Lampenmäßiges dort auch nicht. Trudel-dudel-dudel-dudel-du. Haufen Weinfässer, bla bla. Aber scheint orange. Nein! Ein paar Billardkugeln. Aber. Nein, nicht nochmal, danke. Ja. Anscheinend hier auch nichts. Gitarrenkasten interessiert mich wenig. Okay. Dann würde ich sagen, hat sich der Raum erstmal erledigt. Danke, Uhr. Kann ich dich angucken, nur? Nein. Hätte ja sein können. Versuch macht klug. Von daher.
Aha. Ja, mein Inventar ist immer noch genauso überfüllt. Okay. Gibt es hier noch irgendetwas Interessantes? Ja, hier hängt noch eine Uhr. Mit der ich aber auch nichts machen kann. Nein, sie weigert sich auch, alles mögliche andere anzuschauen. Wenn ich jetzt einfach hier im roten Schein das Buch mal untersuche und öffne, ändert sich dann was? Ist dann immer noch so leer. Es sieht immer noch genauso leer aus. Ein Buch mit rotem Einband, die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Ja, mit Sicherheit. Ich kann sie auch nicht verwenden. Nein. Ich kann es auch nochmal bei den anderen Laternen probieren, aber ich glaube, das bringt genauso wenig. Deshalb bringe ich jetzt das Buch weg und gucke, wo ich den Kontrollraumschlüssel verwenden kann. Und das Feuerzeug kann ich auch gleich wieder wegbringen. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr wahrscheinlich. Okay. Ja, von wegen. Ich nehme diesmal den etwas schmerzfreieren Weg. So, Blume, so viel dazu. Pflanze. 42! Achso, Galerie war das. War das eine verschlossene Tür? Nicht so wirklich. Hä? What the? Natürlich, Kontrollraum. Die erste rote Tür im Aquaring. Ich wusste, ich habe sie irgendwo gelesen. Nicht, dass es mir gefällt, dass es wieder im Aquaring ist. Oh nein, nicht im geringsten. Alles ätzend, alles Mist hier. Scheiß Aquaring. Können wir den nicht einfach überspringen? Können wir nicht so tun, als wenn es den gar nicht gäbe? Scheißen Dreck. Ich hasse den Aquaring. Warum kann ich hier eigentlich nicht mit L rennen? Das ist doch doof. Fällt mir gerade mal einfach so ein. Nein, ich muss B drücken. Das ist unpraktisch. Das nee. Gefällt mir gerade nicht. Ist von der anderen Seite verschlossen. Dreck. Ja, Nö. Aber das war doch Hochspannungsraum, meine ich. Der andere. Das ist doch ein Residenzschlüssel, oder? Nee. Nicht zwingend. Ich renne da jetzt hin und es wird umsonst sein. Nur damit ihr es schon mal wisst. Ich werde euch nur schon mal vorgewarnt haben. Okay. Ja, hier kommt der Wellengang, ist schon klar. Also gut, ich renne außenrum einfach durch. Hoffen wir auf das Beste. Es war nicht der Kontrollraum. Es war der Hochspannungsraum oder so. Ich bin mir eigentlich sicher. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in... Lasst mich... Oh Gott, lasst mich los. Das Schlimme ist nicht mal der Angriff von dem einen Viech dann. Sondern, dass ich gebremst werde, der zweite eventuell auch noch angreifen kann. Und dann könnte es durchaus passieren, dass sich der Große mal zeigt.
der sich zeigt, dann ist vorbei. Dann ist einfach außen vorbei. Ende. Game over quasi. Das finde ich leicht blöd. Ablegen, ja bitte. Danke. Wenigstens hat sich's gelohnt. Wenigstens sind wir jetzt. Erstmal hier. Eine rote Lampe. Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. Nein! Ich dachte, rot ist gut. Was ist das für ein Schalter? Ein Schalter, den ich nicht drücken kann. Ich will jetzt bloß nicht zu nah an die Tür gehen, um Gottes Willen. Wäre Wahnsinn. Hi! 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 Ja, aber bitte! Den täte ich jetzt gerne bitte, öffnen. Yuppie! Eine Erste-Hilfe-Sprüh! Nein, Raccoon Herb! Mischung aus zwei Grünkräutern. Oh ja, das ist nett. Das kann man schon mal brauchen. Aha. Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Ja toll, das jetzt daran. Nervt mich jetzt schon. Haha. Hi. Die Tür wird durch den Druck des Wassers geschlossen gehalten. Okay. Spaß. Dann gibt es ja also nichts mehr zu tun und wir können aus dem Aquaring wieder vollkommen. Nein, ich weiß. Ich. Oh, hi. Da liegt hier irgendwas Schönes drauf? Irgendwas? Da hängt was an der Wand. Das ist eine Karte vom Aquaring. Mitnehmen, ja, danke. Upsi. Fucking Doodle. Also gut. Wir haben die Karte vom Aquaring mitgenommen. Nein, hätte ich nicht erwartet. Eine Druckkammer. Hi. Eine Druckkammer, immer noch. Eine Druckkammer. Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss es etwas schiefgegangen sein. Das ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Ja. Ich weiß, das gefällt dir so gar nicht. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Danke. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, wo wir hin müssen. Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Jetzt! Okay, ja, sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Okay. Reaching 30% of pressure threshold. Lampe deutet auf 50% of pressure threshold. Geschlossen zu sein. Am besten lösen es einen Sicherheitsmechanismus. Hm? Ich nur wüsste wie. Emergency drainage system immediately. Ja, geh runter. Oh, Druckkammer. Da war doch was. Druck. Reaching 70% of pressure threshold. Das ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Er lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist, den ich wohl löse. Ihr Ablassen des Wassers kann nicht fortgesetzt werden. Fuck you. Wenn ich nur eine Ahnung hätte, wo. Ja. Der Sicherheitsmechanismus der Druckkammer wurde gelöst. Okay. Das ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Umlegen, ja. Öldruckabfall. Stellen Sie den Sicherheitsmechanismus. Ja, ich bin dabei.
glaube nicht, dass wir noch genügend Zeit dazu haben, aber... keine Ahnung. Nichts passiert. Okay. Drei? Ich glaube, das war genau das Falsche. Reaching 95% of pressure threshold. Oh, fuck you! Ja, ich hab's... Personnel, prepare for impact. Ja, lösen. Hoffen und beten. Aber ich glaube, das wird's auch nicht sein. Ah, das ist doch... Das sieht doch gut aus. Scheint doch so, als wenn sich alles geklärt hätte. Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Drücken, ja. Und hinaus mit dem Wasser. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Das freut einen doch zu hören. Ja, das war ein wenig knapp. Das gebe ich zu. Ich habe es knapper gemacht als nötig. Und wir haben eine neue Tür, durch die wir gehen können. Haha, hi. Tauchanzüge und Netze. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Aber hier gibt es noch eine große Tür.